Ein herzliches Willkommen zu meinem neuen Video, Doppelpiece. Ich bin's, euer Bison. Mein alter Kanal wurde gelöscht, weil ich Bibis Bitch Palace ihr Kommentarfach voll gespammt habe. Obwohl sie in ihrem Video gesagt hat, ja, wenn ihr mehr Abonnenten, also mehr Kommentare schreibt, dann habt ihr doppelte Gewinnchancen und so Sachen. Ein Blödsinn hat man da. Man hat Gewinnchancen, dass man von YouTube gelöscht wird, so wie ich. Ach, mich hat das so aufgeregt. In diesem Video geht es darum, dass ich halt von YouTube gelöscht wurde. Warum wurde ich gelöscht? Weil ich halt das Kommentardings voll gespammt habe. Es tut mir leid, YouTube, falls ihr das jetzt seht. Bitte behebt deinen Kanal nochmal. Ich war ein Volldepp, sagen wir so. Und an all die Hater da draußen, es nützt euch nichts, wenn ihr hatet. Es nützt euch nichts. Ja, das war's auch schon wieder. Ich wollte euch nur sagen, mein Kanal wurde gehackt. Also nicht gehackt. Von YouTube gelöscht. Es ist blöd, weil ich halt das gemacht habe. Es ist ein. Ich mach sowas auch nie wieder. Versprochen. Und wenn, dann schreibe ich nur so, hi, oder tolles Video, einmal oder so. Ja. Und ich mache sowas echt nicht mehr. Ja. Ich bin sehr traurig gewesen, wie ich so gesagt habe, yeah, ich habe 150 Abos zu meiner Mama. Und auf einmal, eine Stunde später, ihr Kanal wurde von YouTube gelöscht. Ich dachte mir gerade so, Mann, warum? Dann sehe ich da, ich kann man ein Formular ausfüllen. Da steht, wenn Sie dieses Formular halt so ausfüllen, können Sie Beschwerden oder so schreiben. Dann versuche ich mit denen normal zu kommunizieren und sie schreiben, was haben Sie geschrieben? Trotz irgendwas mit trotzdem wurde ihr Dings trotzdem noch abgelehnt. Ich dachte mir, what the fuck, warum kann man das nur machen? Und ich war so am Boden, wie ich gerade vorhin diese E-Mail bekommen habe. War ich war so hass. Alter, vorbei. Ich hoffe, dieser Kanal wird jetzt nicht gesperrt. Bis zum nächsten Mal und ciao. Wie kann ich sowas nur machen? Warum bin ich so blöd? Sagt mir das jemand? Naja, keine Ahnung. Ciao.